Also hier kommen wir mit dem Ausbau ja wesentlich schneller zum Schuss, als dass wir es mit der Bude vorankommen sind. Servus zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge Nummer 51. Unser Lafti im Dschungel von Green Hell. In der letzten Folge haben wir uns um den Schuppen gekümmert, dass wir da ein bisschen vorankommen sind. Jawohl, genau der da vorne. Und ja, hier haben wir noch ein Loch in der Wand. Um das kümmern wir uns in der Folge auf jeden Fall noch nicht. Was genau da hinkommt, weiß ich noch nicht so genau. Müssen wir mal schauen. Vielleicht eine zweite Kochstelle oder sowas. Warten wir mal ab, gucken wir mal und ja. Jetzt machen wir dann auf jeden Fall weiter mit unserem Schuppen, dass wir da ein bisschen vorankommen, weil der soll auf jeden Fall noch ein ordentliches Stück größer werden. Jetzt flitzen wir erstmal hinter, holen uns dann gleich nochmal einen Lehm, dass wir noch weitere Lehmziegel machen können, denn die werden wir brauchen. So. Ja, hier hinten. Es war schon toll. Also die Aussicht hier hinten war auf jeden Fall schon besser. Und wenn wir jetzt dann schon mal da sind, können wir das auch gleich mal mitnehmen. Können wir nämlich dann vorne verheizen. Und in der letzten Folge viel Regen. In der geht es anscheinend mit viel Regen auch weiter. Da müssen wir mal gucken. So, diese kleinen Mini-Fischchen. Vielleicht kriegt man diesmal was Großes, wenn wir mal einen Köder reinschmeißen. So. Aber unsere Bude schaut doch mittlerweile sehr stattlich aus. Aber da kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, den Stock nehmen wir da mal mit. So. Ja, da können wir dann das Dach soweit fertig machen. Das nächste ansetzen. Das nächste dann soweit schon mal ausstatten. Ah, Lianen brauchen wir auch. Sammeln wir gleich mal mit auf. Brennholz natürlich auch immer. So, hauen wir den mal um, dass wir an die langen Stöcke kommen. Na, jetzt hat. Können wir die nämlich. Oh, das könnte kompliziert werden. Weil wir fallen, je weiter wir nach vorne kommen, desto tiefer fällt es wiederum ab. Da müssen wir mal schauen, ob das so rausgeht, wie wir uns das hier denken. Ich weiß es nicht. Aber ja, Stückel gehen wir auf jeden Fall noch vor. Wie weit? Schau mal einfach mal, wie es rausgeht. So, ein bisschen auf gut Glück, so Pi mal Daumen bauen. So, nochmal nachlegen. Am besten vor allem Bambus, weil wir einen Bambus grundsätzlich aktuell. Ja, wir bauen eigentlich gar nicht großmächtig damit, von daher ab ins Feuer. Dann ist er aufgeräumt. Und gleich weiter. Holen wir uns nochmal Lehm, damit wir weitere Lehmziegel machen können. Wir haben ja jetzt nur noch diesen einen Lehmmischer. Die anderen mussten weichen, weil wir den Platz gebraucht haben. Aber keine Panik, ich habe da schon was geplant. Und unser Köder hat sich ausgezahlt. Haben wir Piranhas gefangen? Jawohl. Gleich dann haben wir auch für abends schon was zu futtern. Ja, hätten wir eigentlich gleich nochmal einen Köder reinlegen können. Ja, ist rum.
Machen wir gegebenenfalls später oder gucken mal, was als nächstes so in die Falle da reinkommt. Ah. Der Vorteil, wenn es die ganze Zeit regnet, ist ganz einfach, aber auch wir müssen, egal wie viel wir mit Lehm und so arbeiten, wir brauchen keine Dusche, wir müssen uns nicht großmächtig waschen. Weil ihr seht, wir haben jetzt zwar einen Schmutz, aber wir sind noch nicht mal zur Hälfte hinten und der Regen hat es halt einfach weggewaschen. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil, wenn es regnet. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, nicht dass uns jetzt auf kurz oder lang die Asche ausgeht. Das wäre nicht gut. So, ziehen wir uns hier schon mal unsere Wände rein. Hätten wir jetzt nicht alles Mögliche hier so extremst abgeholzt, hätten wir auch ein bisschen mehr Holz bzw. Bäume in der näheren Umgebung. Müssten da nicht immer so weit laufen. So, erstmal das hier ein bisschen aus dem Weg geräumt. Bietet sich ja natürlich dann auch wieder als zum, ja, Verfeuern an. Aber hier sollten wir mit den ganzen kleinen Bäumchen, die gerade am Nachwachsen so ein bisschen sind, eigentlich gut genug hinkommen, dass wir da genug lange Stöcke haben. So, fällen wir mal alles hier um. Die lassen wir aber diesmal stehen. Hä, sind das jetzt große? Ja, das sind große. Noch besser. Wo sind die jetzt alle hingefallen? Da. Ja, bringen wir die erstmal zurück. Ja. Sollte auf jeden Fall noch hinhauen, dass wir die Lianen anbringen können. Aber ihr seht's, es ist abfällig, das Gelände. Das heißt, je weiter wir vorkommen, desto eher könnte es passieren, dass dann so ein Balken dann auch ein bisschen in der Luft hängt. So ein Stützbalken. Bin ich mal gespannt. So, ein weiteres Dach drauf. Und dann machen wir hier gleich nochmal ein Dach. Also hier kommen wir mit dem Ausbau ja wesentlich schneller zum Schuss, als dass wir es mit der Bude vorangekommen sind. Ja, heucher mal. Aber, mei, ich hab da nichts dagegen. So, jetzt erstmal das lecker Fleisch auf dem Grill. Ja, ist eine Kochstelle. Für mich ist das aber so ungefähr wie wir Grill. So, den Schotter da ab, rein, verbrennen. Gut ist er aufgeräumt. Und ja, jetzt geht's halt wieder weiter. Flitzen und Lehm holen. Haben wir hier schon wieder was gefangen? Ja, gut, das hätten wir uns jetzt auch sparen können, aber okay. Maden haben wir genug. Von daher probieren wir es einfach mal aus. Vielleicht kriegt man noch mal große Fische. Da hätte ich absolut gar nichts dagegen. Na, jetzt ist unsere Ausdauer schon wieder runtergegangen. Eindeutig zu viel am Flitzen.
Ich denke mal, dass wir nachher auf jeden Fall noch ein bisschen Fett brauchen. Vorhin, wo wir gerade eben nachgeschaut hatten, war es ja so bei ungefähr der Hälfte oder so. Ah, schaut mal. Wär mal, ich sage mal so, einen späten Nachmittag, Abend, wenn wir auf jeden Fall schauen dürfen, dass wir uns ein bisschen eine Fettquelle reinziehen, wobei wir ja auch noch genug Paranüsse und so weiter haben. Also sollte das geringste Problem sein. Da geht uns wahrscheinlich, ja genau. Ah, komm. Viel haben wir nicht mehr. Drei Kohle haben wir noch, die wir umarbeiten können zu Asche. Da ist jetzt nur dieser Kloßkopf da im Weg. Deswegen habt ihr das im Inventar gerade nicht sehen können. Ja, Fett wird weniger. So, und bevor das verbrennt. Gleich mal runter hier. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Wir bräuchten jetzt Fett. Ja, genau, Paranus. Ja, dann füllen wir es lieber gleich auf. Was wir gefuttert haben, haben wir gefuttert. Ja, komm. Ah ja. Hau mal sie. Ja, wobei, wir sind jetzt voll. Nee. Das zwei Paranüsse und wir sind fast voll. Das passt. Okay. Dann sammeln wir hier schon mal das ganze lose Zeug wieder ein, bevor es dann noch mehr wird. Ihr wisst's, ich mag das so überhaupt nicht, wenn da so viel Kleinholz irgendwo rumliegt. Jetzt ist es da oben rein. Jawohl. Es ist da oben reingeflogen. Oh, Tabak. Da hatten wir jetzt zuletzt gar nichts mehr, gell? Ja, doch. Ah, wir hatten sogar ausreichend. Okay. Ach so, wir hatten ja oben die Tabakpflanzen geerntet gehabt. Ja, ist okay. Passt. Also, die nächsten schönen großen. Was krabbelt, fleuchten da hinten rum? Okay. Da hat man jetzt auf jeden Fall genug. Heißt, die nächsten Bäume, die kommen, können wir da umhauen, wenn es dann Sandbüchsenbäume sind. Wobei, da haben wir, glaube ich, bei uns hier jetzt in der näheren Umgebung schon ordentlich umgehauen. Ach komm, um eins geht's nicht raus. Ei. Ah, machen wir mit dem Dach weiter, wenn wir schon mal jetzt hier sind. Aber wir haben ein paar Haustiere. Komm, einmal weg damit. So, das Dach kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig. Wir dürfen auf jeden Fall nicht vergessen, dass wir noch Asche brauchen. Asche, Kohle müssen wir mal noch mal irgendwo ein kleines Lagerfeuerchen anzünden. So. Die geben uns jetzt nämlich auch lange Stöcke. Außerdem kriegen wir da noch Feuerbretter raus, die wir nämlich oben auch für den Ausbau von unserer Terrasse benötigen. Jetzt geht uns der Lehm schon wieder aus. Eieiei. Ja, wenn wir ja sonst nichts zu tun haben.
Ja, ich denke, das ist keine gute Idee. Ja, da noch mal hin. Okay. Machen wir den jetzt erstmal weg. Denn ich habe jetzt schon einen Plan. Wohin? Wo kommt denn der her? Okay. Wohin wir den einmal packen werden. Weil jetzt geht uns der Lehmmischer richtig im Weg um. Und danach, wenn er neu gebaut wird, haben wir überhaupt gar kein Problem. Da ist er aus dem Weg raus. Aber da dürfte er noch ein bisschen gespannt sein. Das dauert noch ein kleines bisschen. Na, na, geht nicht. Na super. Ja, hilft nichts. Bauen wir es erstmal dahin. Und, jawohl. Ja, hoffentlich haben wir genug. Ja, war ja wieder klar, dass wir keine Lianen dabei haben. Also das schaffe ich immer. Das schaffe ich wirklich immer, dass mir die Lianen ausgehen, wenn ich sie brauche. Das ist aber halt jetzt auch so ein Gegenstand, den man nicht irgendwie jedes Mal mitnimmt und genug auf Lager hat. So, jetzt soll es reichen. Jawohl. So. Und jetzt packen wir den Lehmmischer einfach da oben drauf. Weil er geht nicht im Weg um. Und trotzdem kriegt er dementsprechend, wenn es regnet, Wasser mit ab. Was will man mehr? Ist doch optimal in dem Moment. Hoffentlich reichen uns die Holzscheite. Ja, doch. Zwei fehlen noch. Da liegen noch welche. Perfekt. Passt. Ist zwar mit dem Ranholen bisschen umständlicher, weil wir jedes Mal jetzt die Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter müssen. Aber er nimmt uns jetzt so keinen Platz weg. Ich meine, gut, klar, wir haben auf jeden Fall mehr als genug Platz an diesem Spot. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass wir ihn einfach vergeuden wollen. So, haben wir was gefangen? Naja. Mini-Fischle. Die reißen es jetzt nicht raus. So. Lauf, Forrest, lauf! Na? Da ist er im Dschungel, hat er Kondition wie ein 50-jähriger Raucher, der keinen Sport macht. Aje. So, Flitz. Ja, die Hälfte Kondition ist runter. Ja, jetzt macht er ja schon wieder langsam. So, nochmal eine Ladung Lehm holen. Ah, stimmt eigentlich. Könnten wir vorher noch ein paar Bananen futtern? Dann haben wir nämlich die Kohlenhydrate auch hoch. Also an diesem Spot, er ist einfach nur geil. Er ist platztechnisch groß. Man hat Wasser in der Nähe. Man hat Holz und Bambus in der Nähe. Man hat Tiere in der Nähe. Ich kann mir nicht helfen. Ich mag den. Ich mag den Spot. Der ist richtig geil. So. Na, brauchen wir noch mal drei. Irgendwo wird doch da noch mal ein Baum auf dem Weg sein, den wir umnieten können. Ja. Brauchen wir nicht mehr, können wir abreißen.
Ach komm. Sind da jetzt keine Stämme rausgekommen, oder? Oh, einer. Ein Stamm. Ja, super. Okay, fehlen uns nur noch zwei. Wäre wiederum ein normaler Baum, den wir fällen müssten. So, da haben wir es. Und genau, zwei Stück fehlen uns jetzt noch. Es könnte eigentlich sein, dass hinten auch noch Stämme rumflacken. Müsst man mal schauen. Ja, und das passiert natürlich, wenn man das Essen zu lang auf dem Grill lässt. Es verbrennt. Glücklicherweise war es nur so ein kleines Fischchen. Das ist eher so, ja, mei, dumm gelaufen, als wirklich ärgerlich. Reicht. Hat noch genug Haltbarkeit, müssen wir jetzt nicht unmittelbar vernichten. Das ist auch einer, ja, ich sage jetzt mal fast der wichtigsten Tipps und Ratschläge, die ich mit auf den Weg geben kann. Wenn ihr seht, dass eure Lebensmittel kurz vorm Verfallen sind, auch wenn ihr sie aktuell nicht zwingend essen müsstet, weil ihr noch genug Energie, noch genug Fett, Proteine etc. habt, bevor es vergammelt, futtert das Zeug einfach auf. Ist am sinnvollsten und ihr verwertet es trotzdem halt noch, immer noch besser, als wenn man es danach wegschmeißt. Und ein Ziegel noch, dann haben wir es hier auch einmal fertig. So, jawohl, die Wand ist auch finish. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, die Wurst nicht. Ich glaube, ich lasse die leider lieber da vorne. Schaut besser aus. So, Feuerbrett haben wir auch. Brauchen wir auch noch oben. Ich wollte gerade sagen, einen haben wir noch drauf liegen, müssen wir mitnehmen. Sonst haben wir da wieder ein Brikett. Das wäre dann auch nichts. So, wunderbar, wunderbar. Haben wir soweit auch den nächsten Setzkorb soweit fertig. Dann können wir. Machen wir hier weiter oder machen wir da weiter? Weitere Setzlinge oder dieses komische Loch in der Wand mal zumachen. Ich weiß nicht. Ja. Aber in der Folge wahrscheinlich eher weniger. Wird schon langsam wiederum dunkel. Schaut man noch mal raus. Ah, das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, jetzt haben wir das auch hier, dieses kleine Gekrutsche jedenfalls am oberen Bereich. Und jetzt wird es aber auch schon wieder dunkel. Und zwar richtig dunkel. Ha. Nee. Wird jetzt schon wieder zu dunkel. Wir werden das jetzt einmal so an diesem Tag belassen, legen hier jetzt nochmal nach und begeben uns dann nach oben. Ihr kennt's ja, mein allseits bekanntes Spielchen, was ich so ziemlich an jedem Ende eines Videos mit reinbringe, das Obligatorische. Wenn's euch gefallen hat, lasst's gerne ein Like da.
Wenn noch nicht passiert, auch gerne ein Abo. Wenn ihr euren Senf dazu geben wollt, dann ein Kommi. Und wir sehen uns zu der nächsten Folge oder zu einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus!